So, am Ende eines langen Weges sind wir jetzt hier angekommen. Zum großen, epischen Finale von Soul Reaver 2. Vor etwa... Oder ich formuliere es mal anders. Vor 10 Stunden oder 9 Stunden Soul Reaver habe ich mit dem ersten Soul Reaver angefangen. Ja, es kommt mir nicht so lange vor, aber es waren schon ganze 10 Stunden, die ich da gelabert habe, gelitten und gelacht. Und jetzt muss dieses Spiel auch mein Ende finden. 10 Stunden sind eine lange Zeit und ich habe mir überlegt, Defiance, nein danke. Cool. Ich meine, wo bleibt die Abwechslung langsam? Die Leute schreien nach Abwechslung. Ich meine, Soul Reaver, Soul Reaver, Soul Reaver. 10 Stunden am Stück. Also, nein. Defiance wird es in ferner Zukunft irgendwann geben. Und Raziel spackt noch rum, damit das Video lange dauert. Ich bin mir so sicher, dass das das Finale ist. Weil egal, wie lange es jetzt dauern wird, ich werde es hochladen in einem Stück. Aber das hatte ich ja auch schon gesagt und ja, jetzt gucken wir mal, was das Spiel noch für uns bereithält. Ich hatte wirklich viel Spaß an dem Spiel, an Teil 1, Teil 2. Ui. Auch wenn in Teil 1 halt zu viele Kistenrätsel kamen, aber das weiß ja jeder, der es gesehen hat. Und ich muss mich wirklich erinnern an alle diese Fehler, alles was nicht hätte passieren dürfen. Auch im letzten Part, da bin ich ja schon wieder in so einem Seraphan stecken geblieben. So war es Fusion, Raziel und Seraphan. Boah, ich muss mich wirklich an alles zurückerinnern. In Soul Reaver 1, Raziel meinte sich erstmal entwichsen zu müssen, anstatt einen Schalter zu betätigen. Ich erinnere mich noch an den Bosskampf mit Duma. Duma will uns nicht angreifen? Nein, er rennt die ganze Zeit im Kreis. Was war noch? Hier hinter war ja so ein Becken in dem Raum. Da stand ja irgendwie so eine Kriegerin drauf und hat nur dumm geguckt. Wir haben uns im Schnee versteckt. Wir haben Schneepartys gemacht. Magnetische Speere haben wir gesehen. Leute, die dreimal aufgespießt wurden. Wo war's jetzt? Hier. Wir haben Schwerter mit in die Geisterebene genommen. Ja, scheint richtig zu sein. Ja, hier gehen wir mal rein. Das war gerade nicht. Boah, und was war alles noch? Ich weiß es nicht. Plötzlich und unerklärlich entdeckte ich den Reaver, der auf verdächtige Weise auf meinem Weg lag. Wieder spürte ich nichts von der Zeitverzerrung oder dem besonderen Gefühl der Verschiebung, das ich empfunden hatte, als ich dem Reaver in Williams Kapelle begegnete. Hier keimte in mir die gleiche namenlose Furcht auf, die ich schon einmal erfahren hatte, als Janus mir den Reaver zum ersten Mal zeigte. Ich fühlte mich sofort von der Klinge zurückgestoßen und dennoch unwiderstehlich von ihr angezogen. So, Raziel, da wären wir also. Jetzt bleibt dir keine andere Wahl, als mich anzugreifen. Und ich bin nicht so verrückt, wie ich dich glauben ließ. Wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Du wusstest, dass ich die Seraphan zu Janus führen würde, du Bastard. Du hast jeden meiner Züge begleitet. Mein Schicksal bereitet dir Vergnügen? Es war mir ein Vergnügen, solange es währte. Ich glaube nicht, Raziel. Malek, diese Kreatur darf nicht entkommen. Er stellt eine Gefahr für den Kreis dar. Armer, irregeführter Raziel. Hast du wirklich geglaubt, du hättest das Zeug, auch meine Geschichte zu ändern? Ich bin der Zeitstromlenker. Ich kannte alle deine Absichten schon, bevor du sie überhaupt entwickeln konntest, du einfältiger Narr. Soll sich an eurem Kadaver lagen.
Lord Möbius, es gibt Schwierigkeiten. Der Kreis wird angegriffen. Halte aus, Marek. Der hier ist die eigentliche Gefahr für uns. Was brütest du hier eigentlich aus, Möbius? Du vergiftete Kreatur. Glaubtest du tatsächlich, ich würde zusehen, wie du herumläufst und alles verdirbst, was dir über den Weg läuft? Ich gestehe, ich habe dich bis jetzt unterschätzt, Möbius. Aber diesen Fehler werde ich nicht wiederholen. Schon wieder falsch, Kasiel. Jetzt, Male. Versperrt die Tür. Mit Hilfe seines Stabes setzte Möbius meine spirituelle Klinge außer Gefecht, entwaffnete mich und ließ mir nur noch eine Waffe zur Wahl. Und doch muss ich gestehen, dass es kein Mangel an Alternativen, sondern blinde Wut war, die mich den Reaver aufnehmen ließ. In meinem Zorn war es, als handle meine Hand aus eigenem Antrieb. Und nun packte die gleiche Hand das Heft mit unnachgiebiger Härte, und ich spürte ein eigentümliches Kribbeln, ein entferntes Gefühl der Sehnsucht, als die jetzt unbrauchbare spirituelle Klinge vergeblich versuchte, ihren physischen Zwilling zu umschlingen. Ja, dass Möbius ein Arschloch ist, das habe ich schon vorher gewusst. Bist du deine Revanche, Dämon? Zurück in die Hölle mit dir! Ich erkannte in diesen beiden meine früheren Brüder. Im Leben als Seraphan und im Unleben als Kains Vampirsöhne. Melchior und Zephon, die Schwächsten unter Kains Brut. Diese Bastarde ahnten nicht, was die Zukunft für sie bereithielt, dass sie zu dem werden sollten, was sie so sehr verabscheuten. Der Reaver summte in hungriger Erwartung. Janus hatte ihn eine vampirische Klinge genannt, ausgestattet mit der Macht, seinen Opfern den Lebenssaft auszusaugen. Ich war begierig zu sehen, was der Reaver mit diesen beiden anstellen mochte. Wow, wir erinnern uns an Melchior und Zephon. Melchior war das knochige Ding, was wir da mit den Speeren aufgespießt haben, wo wir die Fähigkeit bekommen haben, durch Wände zu laufen. Zephon war das kletternde Spinnenvieh, wo wir nicht genau wussten, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und ich verliere gar keine Lebensenergie. Hey! Wie jetzt? Boah. Ey, das ist ja praktisch. Sterbt durch meine Klinge. Das Ende ist ja so einfach dann. Wenn man jetzt nicht mehr sterben kann. Ich glaube, das ist Zephon. Ist gleich schon tot. Zephon ist tot. Zephon down. Ja, die beiden Spiele waren auch ziemlich spannend. Also, ich hatte ja auch manchmal verdammtes Glück, das muss ich zugeben. Ich habe mich manchmal aufgeregt. Hier in 2 waren ziemlich viele Gegner, aber das Maß an Spannung, das war wirklich geil. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also ein großes Lob an die Macher von Eidos. Die haben hier gewusst, was sie machen. Als Melchior und Zephon von meiner Klinge zum Opfer fielen, empfand ich den Blutdurst des Reavers so leidenschaftlich wie damals, als ich selbst noch ein Vampir war. Ich spürte, dass sich die Grenze zwischen uns aufzulösen begann. Der Reaver wurde von meinem Zorn verzehrt und ich von seiner Blutgier berauscht. Die Klinge hatte einen belebenden Einfluss auf mich. Meine körperliche Energie schwand nicht mehr mit der Zeit und auch die Wunden, die meine Feinde mir zufügten, heilten nahezu augenblicklich. Der Reaver hatte mich unbesiegbar gemacht. Ja, wir sind unsterblich. Na, das ist doch mal was Feines. Da lang. Kann ich hier lang nicht ab... Nun, da ich den Reaver aufgenommen hatte, waren wir unrettbar miteinander verbunden. Je mehr ich versuchte, das Schwert loszulassen,
desto stärker hielt meine Hand das Heft umklammert, ganz so, als wäre sie von einem eigenen Willen beseelt. Nein, man kann ihn nicht hinlegen, aber das... Scheiße, ey. Dass dafür extra so ein langer Text wiederkommt. Stylisch. Bist du gekommen, um das schwarze Herz des Monsters zurückzufordern? Da musst du zuerst einmal an mir vorbei. Dann musst du zuerst einmal an uns vorbei. Meine früheren Brüder Duma und Rahab waren die nächsten Angreifer. Das alles schien äußerst elegant inszeniert zu sein. Vom Reaver angeregt berauschte ich mich an Offenbarungen. Endlich konnte ich die köstliche Ironie, die in Kains lästerlichem Witz versteckt war, genießen. Und ich genoss auch unsere gemeinsamen Verschwörungen durch die Jahrhunderte. Denn ich war derjenige, der diese beiden Bastarde ins Grab beförderte. Und Kain mit den Leichen versorgte, die er ein Jahrtausend später brauchte, um sie als seine Söhne großzuziehen. Hier ist auch schon ein kleiner Kritikpunkt meinerseits. Die deutsche Synchro, bei manchen ist sie perfekt einfach. Asiel ist 1A, aber das hier gerade, das war doch wirklich beschissen. Du musst erst an mir vorbei. Du musst erst an uns vorbei. Alle Emotionen, die gibt es hier nicht. Oder bei manchen Leuten einfach nicht. Das klang doch echt ein bisschen geschissen. Aber okay. Hört auf zu blocken, ihr Schweine. Rahab, wir erinnern uns. Rahab war der unter Wasser. Dieser fette Fisch irgendwann. Man musste nur ein paar Fenster öffnen und schon ist er wie ein Zocker in seiner Bude verbrannt. Duma war der, der so schwul im Kreis gerannt ist, dank einem schönen Fehler. Den haben wir in einen Verbrennungsofen gelockt und haben die Fähigkeit von einem Band bekommen, womit wir Sachen drehen konnten. Adam, was für ein epischer Kampf. Sterbt alle. Ich denke mal, Rahab ist der Blaue. Keine Ahnung, wegen Wasser oder sowas. Ich kann nicht sterben, Junge. Versuch's doch gar nicht erst. Oh, ist das schön, das Finale hier. Und ich habe dieses Anvisieren nie benutzt. Dieses im Kreis laufen, schlagen, ist doch irgendwie die beste Taktik. Auch wenn es irgendwie so komisch aussieht. Wie schlägt denn zu? Es ist ein Schwert, es ist kein Darmrasierer oder sowas. Und tschüss. Und weiter geht's. Verschwinde wieder in die Grube, aus der du gekrochen bist, Dämon. Und schließlich geriet ich an meinen Bruder Turel, der mich gemeinsam mit Duma in den Abgrund stoßen sollte, ohne Kains Befehl auch nur in Frage zu stellen. So pflichtbewusst und rechtschaffen, selbst als Vampir. Manche Gewohnheiten sind schwer auszurotten. Der Vampir Turel war meiner Rache ausgewichen. Dem Seraphan Turel sollte dies nicht gelingen. Ja, und das ist Turel. Da habe ich mich ja wirklich gefragt, warum tötete man ihn nicht in Teil 1? Es gab die Turelim, diese komischen Satyren da mit dem Hörnern, die auch Telekinese anwenden konnten, aber es gab kein Turel. Und das hat mich ein wenig gewundert. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, da habe ich jetzt schon längere Zeit drüber nachgedacht, Vorador. Warum haben die den in Soul Reaver 2 eingebaut? Er hatte einen 10 Minuten Sprechpart und ist seitdem nie wieder aufgetaucht. Ja. Und er hat ja noch nicht mal etwas Wichtiges gesagt. Er hat ja nur sowas gesagt wie, bist du Retter oder Ursache der Vernichtung der Säulen? Naja. Zack, zack.
Ture, du hast es nicht drauf. Ach, Ture. Und bam. Tja, gehen wir mal hier lang. Eigentlich gibt es nur noch einen Bruder. Obwohl es ja kein Bruder ist. Es gibt nur noch... Ich hoffe, er ist hier. Ist er hier? Unser Ego? Jo. Super. Also bitte. Du hast meine Brüder vernichtet und jetzt bin ich an der Reihe. Halt die Zeit. Schon noch mehr. Keine leichte Beute. Ich will dich nicht töten, aber das werde ich, wenn ich muss. Gib mir das Herz zurück, dann beenden wir das alles. Du bist also hier, um diesen miesen Parasiten zu rächen und forderst sein stinkendes Herz. Er sagt nicht wahr. Das bin ich offenbar. Nein, Vampir. Wir werden das hier beenden, aber du wirst diesen Raum nicht verlassen. Und jetzt lass uns Schluss machen. Ich werde es gnädigerweise kurz machen. So wie schon bei James. Nein, dieses Ungeheuer ist uns viel zu lange ausgewichen. Es wäre eine Schande gewesen, ihn zu schnell zu töten. Es ist schon eine Ironie. Der große Janus Ordon war überhaupt keine Herausforderung, dank deiner Hilfe. Hast du seine jämmerlichen Schreie gehört, als ich ihm sein schwarzes Herz aus den Rippen gerissen habe? Er hat gesagt, lass uns Schluss machen. Er macht mit uns Schluss, ey. Jetzt bin ich sauer. Das ist eine kleine Ehekrise jetzt. Epischer Kampf, wirklich. Raziel gegen Raziel. Die haben es ja so englisch betont. Und er spricht so ein bisschen schwul, also ist das jetzt Raziel. Komm, stirb, Raziel. Das ist mal ein epischer Kampf. So stelle ich mir das Finale vor. Und die Stimme klang wirklich die von dem Raziel hier ähnlich. Das haben die doch gut gemacht. War wirklich, teilweise war die Synchro geschissen. Okay. Du bist ein kleiner Blocker. Richtig feige machst du das. Bam, bam, bam. Das war ein Combo. Kill. Ah. Double Kill. Multikill. Mega Kill. Ultra Kill. Monster Kill. Nein, ich höre jetzt auf damit. Was für ein schwuler Kampf, ehrlich. Sieht aus wie ein bisschen Rumgerenne und ein bisschen Gekloppe, aber mehr und nicht. Sind bei. Zumindest ich bin unverwundbar. Jetzt habe ich ein ewiger Kreislauf. Na, jetzt ist er rausgekommen. Ich habe den jetzt mindestens irgendwie 10 Mal getroffen. Da soll noch mal einer sagen, das bringt's nicht. Ich schwöre dir ab. Das ist das Ende. Der Kreis meiner Geschichte ist geschlossen. Ihren Zwilling spürend verließ mich die spirituelle Klinge und wand sich zärtlich um ihr ehemaliges Ich. Ihr Griff löste sich und als sie mich verließ, entmutigte ihre Abwesenheit mich mehr als ihre Gegenwart es je tat. Eine böse Vorahnung von Leere und Verlust überkam mich. Und an der Grenze meines Bewusstseins breitete sich eine entsetzliche Erkenntnis aus. Nachdem alle anderen Gegner ausgesaugt waren, wandten sich die Schwerter gegen mich.
Und ich erkannte, warum ich nichts gespürt hatte, als Janus mir das Schwert anbot. Der Reaver war nie als seelenraubende Waffe geschmiedet worden. Die seelenverschlingende Einheit, die in der Klinge saß, war und war immer ich selbst. Deshalb zerbrach die Klinge, als Kain versuchte, mich umzubringen. Der Reaver konnte nicht seine eigene Seele verschlingen. Dieses Paradox zerstörte die Klinge. Mein entsetzliches Schicksal war es also, diesen Höllenzyklus bis in alle Ewigkeit zu spielen. Das konnte ich nicht ertragen. Verzweiflung überwältigte mich. Du! Genießt du diesen Anblick, Kain? Bekämpfe es nicht, Raziel. Gib dich geschlagen. Hattest du mir dieses Schicksal zugedacht? Vertrau mir. Ich fühlte, wie ich schwächer und schwächer wurde. Unfähig, länger durchzuhalten. Der Reaver hatte einfach zu viel Kraft. Und dann ein stärker werdendes Schwindelgefühl und die vertraute Verschiebung. Der paradoxe Moment, als meine doppelte Seele sich innerhalb und außerhalb des Reavers befand. Auf diesen Moment, den Schimmer einer Zeitverzerrung, hatte Kain die ganze Zeit gehofft. Das war die Kante der Münze. Das kurze Aufflackern einer Wahrscheinlichkeit, auf das Kain alles gesetzt hatte. Jetzt bist du frei, dein wahres Schicksal einzufordern, Raziel. Hinter Kains Augen konnte ich neue Erinnerungen blühen und sterben sehen, als die Geschichte versuchte, sich um diese Blockade herum neu zu arrangieren. Und ich sah das dämmernde Entsetzen auf seinem Gesicht, dass wir der Geschichte vielleicht zu viel zugemutet hatten. Dass der Versuch, mein Schicksal zu ändern, möglicherweise ein fatales Paradox eingeführt hatte. Mein Gott! Die Hilden! Wir sind in ihre Falle getappt! Raziel! Janus muss tot bleiben. Doch Kains Warnung ging unter, als ich ins Reich der Geister eintauchte. Zu schwach, meine körperliche Form zu behalten. Und dort wartete wie immer der Reaver auf mich. Die spirituelle Klinge, meine eigene Seele, auf ewig an mich gebunden. Ich erkannte, dass ich meinem schrecklichen Schicksal niemals entkommen würde. Ich hatte es nur verschoben. Die Geschichte verabscheut ein Paradox.